Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Und wieder hoch damit. Soll die heiße Luft draußen bleiben? Da kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. So, jetzt wird's kalt. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Ich muss aufpassen, dass sie mich... Die Dienerin von Indes. Das bringt nichts. Bis auf einen Spalt lässt sie sich nicht mehr öffnen. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Und schnipp. So, jetzt wird's kalt. Miss Buendia, die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Wir sind zurück. Die Kamera hat sich gerade mal wieder verabschiedet. Wir öffnen mal die Balkontür. Der gute Typi ist ja jetzt weg. Indes heißt er. Und schnipp, schnapp, dabab, dabab. Grabbeln wir Algenpumpe. Uns. Die Algenpumpe. Rein in die Hosentasche damit. Guck mal, Blumen. Geschafft. Juhu. Ach, das war schon. Na, das haben wir ein Glück. Oh, ja. Hallo, Band. Steuerpult. Anglotzen. Mitnehmen. Absenken. Das Steuerungspult für den Magnetkran. Ah, da. Ein Kran mit Magnet. Absenken. Steht aber mit einer Holzkiste. Warte mal, erstmal reinglotzen. Die Kiste ohne Deckel. Ich glaube, das bringt uns nichts, wenn die ohne Deckel ist. Ein Müllcontainer mit Materialresten.
durchsuchen. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. So, Metalldeckel. Und jetzt? Achso, Metalldeckel passt aber nicht auf Kiste. Hm, viel zu tief. Hä? Was? Ich nehme die Sachen wieder mit. Geh mal nach links da. Da noch was ist. Skynet, da geht er nicht hin. Okay. Was müssen wir denn jetzt hier machen, wenn ich mal fragen darf? Ich glaube, wir müssen das Tor aufbekommen. Achso. Hm? Wo geht's denn da hin? Was müssen wir denn machen? Ich denke, wir müssen... Hallo. Wieder nicht. Nee, wieder nicht. Nimm mal Brett. Brett auf Kiste. Ja, mir ist auch so. Brett auf Kiste. Das sieht vielversprechend aus. Und Deckel auf Brett. Aber dann hast du es Gesundheit noch nicht fest. Und jetzt Metallkran absenken. Ne, was ist noch nicht fest? Ja, wieso? Es soll ja auch nur den Deckel da drauf, denke ich mal. Ich weiß ja nicht mal, worauf es hinausläuft. Weiß ich auch nicht. Wir absenken. Und anheben. Hm. Bewegen. Und absenken. Nichts passiert. Er lässt sich wohl nur auf dieser Seite herunterfahren. Mhm. Kommt mit Deckel wieder. Deckel absenken. Anheben. Was? Anheben. Deckel wegnehmen. Ich glaube, wir müssen die Kiste im Kran bewegen. Nee, lässt sich ja drüben nicht runtersinken. Achso, ich dachte, man könnte irgendwas grabbeln von auf der anderen Seite. Ja, das dachte ich mir auch schon, aber der lässt sich, glaube ich, gar nicht absinken. Nichts passiert. Er lässt sich wohl nur auf dieser Seite herunterfahren. Nö. Was sollen wir denn da machen? Wir müssen das irgendwie da festbapseln. Was denn? Die Kiste muss hier weg, denke ich. Nee, die kannst du ja gar nicht bewegen. Die sieht nicht so aus als... Mit dem Kran halt. Fuppes. Guck dich nochmal um. Ja, also hier geht er nicht hin. Doch, jetzt ja. Na sag mal, ich glaube, es hackt. Guck mal, eine Scheibe. Mitnehmen. Knopf drücken. Salvador! Kellerman hat sie in seiner Gewalt. Ich muss ihnen helfen. Siehst du, die hocken da hinter dem Tor. Verdammt, ich komme von hier aus nicht an seine Fesseln. Aha. Knopf. Ja, doch. Psst. Sind Sie Salvador? Mhm. Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Ah ja. Nein, danke. Kellerman könnte mich sehen. Scheibe zerbrechen. Splitter von Scheibe auf komisches Metalldeckel-Dingsbums. Erstmal ansehen. Sieht aus wie ein Notfallschalter zur Deaktivierung des Magnetkrans. Genau. Warnung. Nur im Notfall benutzen. Sofortige Abschaltung des Magnetkrans. Ja, erst wenn er hier ist. Genau. Also zurück. Jetzt irgendwie das Glas kaputt machen. Aber die sind nicht magnetisch, weißt du? Ja, aber deswegen da drauflegen. Ja, ich... Wie kaputt machen? Kannst du die erstmal anklicken im Inventar? Eine Glasscheibe. Mit Schlüssel? Blödsinn. Wenn ich sie einfach so drauflege? Versuch mal. Wenn ich auf Brett auf... Naja, du weißt schon. Genau. Das sieht vielversprechend aus. Ach, und durch das Runterfallen geht die bestimmt eh kaputt. Ja, ich denke auch. Nee. Ja. Wo bin ich denn? Perfekt. So, und jetzt auf den Knopf. Drücken. Jetzt kriegt Salvador das voll auf den Kopf. Was?
Ach. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen. Ja, wollen. Genau das war der Plan, ja. Ah! Na guck, so leicht geht er. Der muss aber auch alle gleich umbringen. Meine Güte, Sie hätten den Mann doch nicht gleich töten müssen. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten oder um über Moral zu diskutieren? Sowohl als auch. Beides zusammen wird heute nicht gehen. So. Es muss einen Weg geben, das Reaktorunglück zu verhindern, ohne weitere Opfer zu riskieren. Unglück? Verhindern? Was hat Faye dir erzählt? Ich weiß alles. Das Reaktorunglück, der daraus resultierende Klimagau, eure Zwischenlandung im Jahr 2050. Was? 2050? Der Teil kam von mir. Irgendwas mussten wir doch erzählen. Er wäre sonst nicht mitgekommen. Dieses intrigante Biest. Was? Was ist so lustig? Was geht hier vor? Faye hat dich angelogen, Svensson. Es gab kein Unglück. Ich bin das Unglück. Ich verstehe kein Wort. Was? Dann gab es also gar keine Katastrophe? Die Welt ist heute nicht untergegangen? Was haben wir denn heute? Den 27. März 1982. Ein völlig willkürlicher, austauschbarer Samstag in eurem ach so gemütlichen Leben. Natürlich ist die Welt heute nicht untergegangen. Genauso wenig wie am nächsten Mittwoch, am 8. Juli oder irgendwann in 2011. Es gab eine Katastrophe, ja. Aber kein singuläres Ereignis, das dazu geführt hätte. Keinen Big Bang. Es war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Und genau das war der Grund, warum ihr nie etwas dagegen unternommen habt. Was ist mit eurer Zwischenlandung in 2050? Es gab eine Zwischenlandung, aber viel später. Der Klimawandel passierte nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von mehreren hundert Jahren. Aber ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen. Die Bilder, die du gesehen hast, stammen aus dem frühen 26. Jahrhundert, nicht aus 2050. Faye hat wohl doch einen Teil unserer Mission beherzigt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass wir richtig liegen. Nur unmittelbare Ereignisse können die Menschen zum Handeln bewegen. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich auch. Haben wir uns so in Faye getäuscht? Was soll denn das jetzt alles? Na, das finden wir ja noch raus. Ja, aber... Aber wieso lügt denn Faye? Ja, das meine ich ja, haben wir uns so in Faye getäuscht. Oh, krass. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Das kann ich nicht, das verkrafte ich jetzt nicht. Wir brauchen erstmal ein bisschen Pause. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.